Anfang Mai. Erst im Dämmerlicht macht sich der heimlichste Bewohner Finnlands auf den Weg, der Vielfraß. Er ist der größte Landmarder der Welt und doch weiß man fast nichts über ihn. Er lebt in den Tundren und Wäldern des Nordens, von Asien über Skandinavien bis Nordamerika. Viele Mythen ranken sich um den Bärenmarder, wie er auch genannt wird. Die Indianer Nordamerikas sahen in ihm einen kleinen Bären. Er sei das schwächste von vier Jungen gewesen, das einfach nicht größer wurde. Als Antti Leinonen 15 Jahre alt war, fragte ihn sein Vater, ob er nicht ein Gewehr haben möchte, so wie alle finnischen Jungen. Doch er wollte keine Tiere töten. Er wünschte sich einen Fotoapparat. Sein erstes Motiv wurde der seltene Bartkauz. Und um ein Haar wäre er auch Antis letztes gewesen. Denn das Weibchen attackiert in Nestnähe vor allem die Augen des Eindringlings. Junge Bartkauze verlassen das Nest noch bevor sie fliegen können. Eine ideale Gelegenheit für einen Tierfotografen. Inzwischen ist es Juni. Endlich ein Vielfraß. Antti kennt das junge Weibchen und hat es Raja genannt. An ihrer Seite ein Männchen. Antti hofft, erstmals eine Paarung fotografieren zu können. Doch Künstlerpech. Ein Hügel versperrt den Blick auf das Geschehen. Im nächsten Jahr, Mitte Februar, wird das Weibchen seine schneeweißen Jungen zur Welt bringen.